So, da sind wir im Spiel Undead Quest. In der Demo-Version, die ihr euch kostenlos im AppLab Store runterladen könnt. Und es sieht hier erstmal ziemlich nett aus, muss ich sagen. Also, erinnert mich so ein bisschen an das Spiel, wie heißt das, Words of the Wizard. Wo man dann so eine Zaubertränke mixen muss. So, was gibt es denn jetzt hier alles? Also, es gibt hier Settings. Da gucken wir mal ganz kurz rein. Vielleicht kann man sogar auf Deutsch stellen. Nee. Musikvolumen und Soundeffektsvolumen kann man hier einstellen. Okay. Character. Ach, jetzt kann ich mir einen Namen geben, oder was? Steht das? Da. Moment. Okay. Enter. Stocky. Ha. So, okay. Das ist mein Profilname. So, also das kann man da machen. Undead Catalog. Under Construction. Ah, okay. Gibt's noch nicht. Da kann man sich wahrscheinlich dann die verschiedenen Gegnerarten angucken oder so. So, ansonsten gibt es jetzt hier hinter einem. Okay, gibt es höchstens noch Exit, kann man das Spiel verlassen. Und ansonsten könnte ich jetzt hier einfach mal das Abenteuer starten. Season 1. So. Ich fange hier mal ganz vorne an. So, wir fangen jetzt hier mal mit dem Prolog an. Ja, die Hände sehen ja gruselig aus. Bewegen sich auch nicht. So ein Glück. So, reach your hand to the orb in your belt. Mit. Das hier? Ah. Aha, mit der Trigger-Taste kann ich jetzt hier diesen Ball irgendwie zum Leuchten bringen. Und jetzt kann ich ihn fallen lassen oder was? Now you can release grab. The orb is working. Das hier, den Zauberstab. Also ich muss die Grip-Taste gedrückt halten. Ah ja, wenn ich die Trigger-Taste einmal drücke, dann fährt hier so ein Pedal aus. Hit the orb with the staff. Okay, everything's fine. Okay, ich glaube, das war's schon. Das war, glaube ich, das Tutorial jetzt. Ah ja, Episode 1. So, also ich aktiviere jetzt. Aber jetzt mal ganz kurz hier zur Umgebung. Sieht nett aus. Also, sieht nett aus hier der Wald. Oh, guck mal. Da kommt schon der erste Gegner. Und ich muss den jetzt hier mit meinem Ball abdingsen. Scheiße. Der Ball kommt immer wieder zurück. Kacke. Das ist nicht gut, was ich hier mache. Ich habe auch keinen Platz, ist das Problem. Oh ja, den habe ich getroffen. Oh, Scheiße. Komm her. Komm schon. Triff den nochmal. Jawohl. Okay, das ist gar nicht so einfach, den Ball dahin zu manövrieren, wo ich ihn hinhaben möchte. Aber der Lichteffekt gefällt mir hier von dieser Kugel. Das sieht cool aus. Okay. Oh. Kommt hin, den habe ich beinahe getroffen. Jawohl. Okay, also das fordert definitiv ein bisschen Übung hier mit dem Ball, den richtig in die richtige Richtung da abzufeuern. Oh yes. Okay. Oh scheiße, war völlig falsche Richtung. Oh scheiße, kommt er mal wieder zurück.
Hallo. Ja. Oh nein. Oh. Die sind gleich da. Scheiße. Oh nein. Wo ist er? Oh Gott. Alter. Scheiße. Oh. Er popelt. Oh nein, er hat mich gekriegt. Undead have sucked your vital juices. Ach, sie haben meinen Lebenssaft ausgesaugt. Okay, das war jetzt nicht so gut. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Aber fühlt sich ganz lustig an. Also, wenn ihr das mal selber ausprobieren wollt, ne, ladet euch einfach mal die Demo aus dem App Lab Store runter. Ich muss die ganze Zeit die Grip-Taste gedrückt halten. Das finde ich nicht so geil. Oh, komm, komm. Yes. Also man muss sie auch nur ganz leicht berühren, die Gegner. Ah, ne, der war schlecht. Der war auch schlecht. Komm, ja. Nee, ah, komm, komm. Jawohl. Sieht schon mal deutlich besser aus als eben in der Runde. Oh ja, der war sogar richtig gut eigentlich. Bisschen doller. Oh ja. Ja, komm. Oh nee, der war schlecht. Der war auch schlecht. Ja. Also mit ein bisschen Übung, glaube ich, kann man hier relativ zielgenau den Ball dann auch platzieren. Ja, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Oh, scheiße. Was habe ich gerade gesagt? Läuft. Oh nein. Komm schon. Komm her. Ist der Ball? Alter. Nein. Ja, komm. Was haben denn die Anzeigen da unten eigentlich genau zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Und wie viele Gegner kommen hier noch? Ja. Ja. Komm schon. Oh no, wo ist er? Da ist er. Komm zurück. Komm schon. Ich glaube, die Fahne ist da gleich ganz links, dann habe ich den Level wahrscheinlich geschafft, oder? Oh, scheiße, wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Da ist er. Habe ich es geschafft? Yes, Level complete. Ganz schön anstrengend. Press the trigger to continue. Undead eliminated. Ich bin Level 1. Okay. Holy Shield. Okay. Okay, auf der Karte hat man gesehen, es gibt anscheinend noch eine ganze Menge Level. Dann später im fertigen Spiel, jetzt hier in der Demo. Gibt es, glaube ich, nicht so viel. Da gibt es jetzt nur, was war das, glaube ich, 6 oder 7 Level oder so stand da, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Boah, die Hände sehen echt eklig aus. So. Aber der Wald sieht ja echt ganz nice aus, eigentlich.
Oha. Oha. Oh, Scheiße, was mache ich denn da? Komm, 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 komm. Ah, komm. Koch, komm. Warum gespielt um den? Knappes Ding. So, also da oben seht ihr die Fahne. Die muss ganz nach links wandern. Oh, der Schild. Jetzt geht's ja los. Was ist das hier? Man kann später auch noch irgendwelche Zaubersprüche oder sowas machen. Keine Ahnung. Aber da. Oh ja, schön von hinten getroffen. Okay, jetzt kommen zwei krasse zum Schild. Oh ja, das war der erste. Das war knapp. Komm schon, das Level schaffe ich noch, oder? So, wo ist denn der jetzt hingeflogen? Schon, der könnte doch. Oh Gott, nein. Nein, scheiße, Mann, ich muss den treffen, komm. Komm schon, kommt schon von hinten. Ja! Yeah. Oh Gott, komm schon, ist das spannend. Also die muss man zweimal von vorne treffen mit dem Schild. Also ist ja ganz nett gemacht. Man kann hier schön auf Highscore-Jagd gehen. Ich weiß, dass hier gerade so Spider oder auch Justin, die gehen ganz gerne mal auf Highscore-Jagd bei so einem Minigames hier. Ich glaube, das könnte euch auch gefallen, oder? Wobei ich nicht weiß, ob es jetzt schon in der Demo schon eine Highscore-Liste gibt. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Das werde ich nochmal gucken, wenn ich Game Over bin. Komm schon, ey, das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier mit dem Level. Oh, voll daneben. Yes, von hinten. Yes. Komm schon, ich muss die Schildtypis mal treffen, während die noch da hinten sind. Ach, Kacke, jetzt habe ich den mal. Traue mich immer nicht hier, dich zu schlagen. Weil ich sonst den Computermonitor treffe hier. Wo ist der Ball? Da. Also ein bisschen Platz wäre nicht verkehrt hier für das Spiel. Yes. Damit ihr hier voll rauf smashen könnt auf den Ball. Oh, ich glaube, das sind die letzten beiden. Der letzte, komm. Komm, den treffe ich von hinten. Jawohl. Level complete. Jawohl. Okay. Läuft. Elimination Score. Bonus Score. Wie kann man denn einen Bonus Score kriegen? Gained Experience. Boah, da brauche ich auch noch ganz schön viel, um das zweite Level zu erreichen. Meine Fresse. Here we go. Ja, ich auch. Okay, krass. Ah, Episode 3. Schön, ja. Also auch landschaftlich sehen die immer schön unterschiedlich aus, die Level.
Nette Musik. Hier kann man natürlich nicht so viel Bande spielen, ne? Das heißt, du musst schon ein bisschen genauer zielen. Gemein wäre es, wenn die von allen Richtungen kommen, ne? Wenn die nicht nur von vorne kommen, sondern auch noch von hinten und von den Seiten. Das wäre mal richtig gemein. Aber ich glaube, das passiert nicht. Jawohl. Also mal gucken, nach dem Level werde ich dann nochmal ins Hauptmenü schauen, ob wir da einen Highscore finden. Und dann soll das für mich auch gewesen sein, schon für den ersten Eindruck. Wo ist die Kugel? Komm schon. Oh Gott, die werfen irgendwas auf mich. Oh, irgendwas hat er hier. Nein. Nein. Yes. Oh Gott, der hat fallen Bogen. Oh Gott. Hätte ich das irgendwie abwehren müssen? Aua, was mache ich? Oder was machen die? Was schießen die hier auf mich? Ist das meine Lebensenergieanzeige da unten oder was? Ey, voll gemein, Mann. Warum muss ich ausweichen vielleicht? Kann ich das nicht abwehren, sondern nur hier ausweichen eventuell? Oh Gott, da muss ich mal gucken. Ja, ausweichen kann ich. Okay, das ist gemein. Zur Hälfte habe ich das Level. Fast geschafft. Ist der Ball? Da. Ja. Oh yes. Oh, komm. Ja, Gott, was war das denn? Ja. Oh, komm. Oh Gott, geht der denn hin? Ah ja, krass, voll getroffen. Oh, ja, Double Kill, sehr gut. Der war scheiße. Der war auch kacke. Oh nein, der schießt. Ausgewichen. Vielleicht schaffe ich ja sogar noch das dritte Level. Wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle, könnte das sogar sein. Auf jeden Fall wird einem warm bei dem Spiel. Mir ist schon warm. Oh. Rekord-Distanzschuss hier. Nein, daneben. Schießt hier auf mich. Nein, Mann. Was habe ich gesagt? Wenn ich mich nicht blöd anstelle, dann schaffe ich ein Level. Wow. Wenn man den Ball in die Botanik schlägt, dauert es natürlich auch immer so lange, bis der zurückkommt. Aber sieht doch gar nicht so schlecht aus. Naja, bleibt mal ruhig da hinten stehen, ist kein Problem. Hör auf. Oh ja, der war gut. Aber jetzt den hier vorne wäre ganz gut mal zu treffen. Nein. Jawohl.
auch hier mehr Platz. Ich glaube, es sind noch die letzten Gegner. Dann ist das Level zu Ende. Ui. Nein. Nein. Oh nein. Oh nein, hab ich getroffen. Auf Back. Nein. Oh, kurz vorm Ende. Scheiße. Oh Mann. Trust Trigger. Verdammt. Okay, ja. Also das ist das dritte Level gewesen. Okay, sehe ich jetzt hier irgendwie eine Highscore-Liste? Nö, sehe ich nicht. Schade eigentlich. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass hier noch eine Highscore-Liste kommt, oder? Zum Release dann. Aber momentan ist hier noch nicht. Character. Undead Catalog. Vielleicht ist das hier so eine Art Highscore-Liste. Oder steht noch Under Construction? Keine Ahnung. So. Und jetzt kann man aber auch dann immer da weitermachen, wo man aufgehört hat. Naja, hier Episode 3. Kann man beim nächsten Mal weitermachen. Grafisch nett gemacht für die Quest. Ja, Beleuchtungseffekt von der Kugel finde ich immer ganz nice. Es ist anstrengend auf jeden Fall. Ich würde mir auf jeden Fall noch wünschen, dass da noch eine Highscore-Liste reinkommt, damit hier so eine Highscore-Jäger wie Spider-Alk oder Justin dann mal hier voll loslegen können und dann einen Highscore hinlegen können. Ja, ansonsten habt ihr gesehen, ist ganz nett gemacht. Wenn ihr euch die Demo selber anschauen wollt, guckt unten mal in die Videobeschreibung. Da steht dann der Link zum AppLab-Store. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch. Lasst ein Like da und ein Abo. Und dann bis bald. Macht's gut. Ciao.